Linov auf seiner angestammten linken Position. Holt einen Freistoß raus, sag ich mal, gegen Linningen, der es heute ohnehin schwer hatte. Effenberg lief ihm weg. Hier lässt er das Bein stehen. Ja, ich sag mal eher, man hätte nicht pfeifen dürfen. Das dürfte die endgültige Entscheidung sein. Hier sehen wir es nochmal. Angeschnittener Freistoß von Hochstädter. Effenberg vorbei. Das 3:0 für die Mönchengladbacher Borussia. Das 3:1 für die Mönchengladbacher Borussia. Und damit natürlich eine traumhafte Ausbeute in diesem Spiel. Es war Stefan Paslak, der dieses Tor macht und damit eine wirklich gute Leistung krönt. Der rechte Außenverteidiger, wenn Sie es wollen, immer wieder mit Offensivdrang. Und er hat ja schon einige Tore auch bei Uerdingen und Köln in der Bundesliga erzielt. Dieses ist ein ganz wichtiges. Fovia. Auch der ein guter Kopfballspieler. Effenberg, ein guter Kopfballspieler. Hier sehen wir es nochmal. Über Effenberg hinweg. Und dann ist Paslak da, sozusagen in der Rolle von Patrick Andersson. Deswegen habe ich einen kleinen Moment gezögert, denn das ist eigentlich sein Ding, da so hinzugehen und das zu machen. Diesmal war es Stefan Paslak, eine der Neuerwerbungen am Bökelberg. Jetzt könnte er ruhig schon freundlicheres Gesicht machen, da drüben auf der Borussenbank, so wie die Fans sich hier freuen. 3:1 nach einer guten Leistung der Borussia. Immer wieder unterbrochen durch zweimal 10-minütige fulminante Attacken von Arsenal, die aber nicht mehr Unheil angerichtet haben als das zwischenzeitliche Anschlusstor durch Mörsen. Jetzt Winoff. 9.